Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal Rhabarber-Erdbeer-Tarts, die was mit Vanillecreme gefüllt sind. Die sind mega lecker und passen jetzt natürlich zur fruchtigen Jahreszeit. Und möchtest du auch mal solche Tarts nachmachen, dann bleib jetzt dabei, denn ich zeige dir, wie es geht. Für unseren Zuckerteig brauchen wir Eier, Mehl, Butter und Puderzucker. Für die Herstellung unseres Zuckerteiges geben wir jetzt alle Zutaten in die Rührmaschine und kneten alles so lange durch, bis es sich zu binden beginnt. Passt wirklich darauf auf, dass eure Zutaten schön kalt sind, denn so verhindern wir, dass der Teig schneller brandig wird. Sobald er die gewünschte Konsistenz nachher erreicht hat, knete ich das Ganze nochmal mit der Hand durch. Somit kann ich die Konsistenz besser steuern und verhindere wiederum eben das Brandigwerden. Sobald der Teig eben fertig ist, das Ganze jetzt in einer Frischhaltefolie einpacken und für 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank rasten lassen. In dieser Zeit kann sich unser Teig entspannen, fängt deswegen nicht zu schnurren an und reißt nicht so schnell beim Ausrollen. Nach den 2 Stunden können wir den Teig wieder aus dem Kühlschrank geben und dann mit dem Ausrollen beginnen. Die gewünschte Dicke für unsere Tartform beträgt jetzt 2 mm. Sollte hierbei der Teig zu dünn werden, kann er beim Formen nachher reißen. Und darum muss man richtig aufpassen, dass er beim Ausrollen nicht dünner wird. Sobald der Mürbeteig dann die gewünschte Dicke hat, können wir ihn schon ausstechen. Hierbei muss man die Höhe mit einrechnen der Tartform. Darum benutze ich einen größeren Ausstecher als die Tartform selber. Und somit ist der nächste Arbeitsschritt einfach leichter. Das Reinlegen des Mürbeteiges in die Tartform kann teilweise etwas tricky sein. Aber sobald man einmal den Dreher raus hat, ist es relativ einfach. Jetzt nur noch mit einem scharfen Messer den oberen Rand wegschneiden, dass wir eine scharfe Kante haben. Und so sind unsere Formen auch schon bereit für unseren nächsten Schritt. Und dann können wir sie auch schon auf eine Silbermatte wegsetzen und stupfen. Das Stupfen ist hierbei sehr wichtig, da sie im Backvorgang in der Mitte aufgehen und somit einen Hohlraum bilden. Dann kommen sie auch schon in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für ca. 12 Minuten. Sobald sie goldbraun sind, sind sie fertig und können aus den Formen genommen werden. Jetzt kann man nur noch mit der Microplane oder mit einer Reibe die Oberfläche glätten, dass sie wirklich schön perfekt sind. Solltet ihr sehr weiche oder flüssige Füllungen für diese Tartform verwenden, würde ich euch immer raten, diese mit Kakaobutter oder Kuvertüre zu bestreichen. Und dann können wir auch schon mit unserer Rhabarber-Erdbeer-Tarte starten. Als erstes werden wir unsere Rhabarberstreifen machen. Dafür verwende ich einen Schäler, um gleichmäßige Stränge zu bekommen. Diese werden dann auf eine Silikonbackmatte gelegt und mit unserem Himbeersirup bestrichen. Jetzt kommt auch schon das Ganze bei 170 Grad für 5 bis 8 Minuten in den Ofen. Und während dieses Vorganges habe ich meine Streifen noch einmal bestrichen. Den restlichen Rhabarber können wir genauso wie unsere Erdbeeren jetzt klein schneiden, denn die müssen wir jetzt mit Gelierzucker oder Pektin aufkochen. Nach ca. 5 bis 10 Minuten sollte erst unser Obst weich gekocht sein, somit muss es erst nur noch abkühlen. Dann können wir uns auch schon um die Vanillecreme kümmern. Dafür brauchen wir Dotter, Vanillepulver, Zucker, Milch und Gelatine. Als erstes vermischen wir unsere Dotter mit dem Vanillepulver und etwas Milch. Die restliche Milch kann dann mit Zucker aufgekocht werden und sobald dies geschieht, kann man auch schon die restlichen Zutaten beigeben. Es ist sehr wichtig beim Verkleisterungsprozess, die Vanillecreme lange genug auf der Hitze zu halten, dass sie keinen pelzigen Nachgeschmack bekommt. Jetzt kommen nur noch die eingeweichten Gelatinblätter dazu und dann kann auch schon die Vanillecreme abkühlen. Sobald dann alles bereit ist, können wir schon mit dem Füllen der Tartform beginnen. Ich fülle die Form eine Hälfte-Hälfte und streiche das Ganze mit einer kleinen Palette dann glatt ab. Dies ist hier bei diesen Tarts besonders wichtig, da unsere Rhabarberstränge ja noch draufkommen. Dafür lege ich jetzt meine Rhabarberstränge auf und steche sie mit derselben Größe wie die Tartformen aus. Sobald ich die benötigte Menge zusammen habe, kann ich schon mit dem Belegen der Tartformen beginnen. Diese sollten wirklich passgenau sein und schön mit der Tartform abschließen. Zu guter Letzt habe ich das Ganze jetzt noch mit einem roten Tortengelee abgeliert, um die Farbe und den Glanz noch zu erhöhen. Und somit sind unsere traumhaft schönen Erdbeer-Rhabarber-Tarts auch schon fertig. Und mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und hinterlasst doch auch ein Abo oder einen Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal.